Hallöchen, willkommen zurück auf dem Schlachtfeld, Freunde, hier bei Death Stranding. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es geht weiter, oder beziehungsweise es geht wieder von vorne los. Ich musste halt laden und deswegen ja, fangen wir halt nochmal von vorne an. Aber diesmal sind wir dementsprechend vorbereitet und gehen nicht ganz unbeholfen in den Kampf wie letzte Folge. Der ist noch nicht tot? Jetzt. Okay. Na, hol dir deine Hansel mal gerne an Mann. Ich kann auch keine Rolle oder so, ne? Ich finde gut, dass die immer nur die letzte Position behalten. So kann man immer schön Hinterhalt planen. Stirbt doch halt. Sehr gut. Weiß ich Schuss noch? Sehr gut. Alles gut, Baby, ruhig. Psst. Sehr gut. Phase 1. Erstmal erledigt. Jetzt brauche ich aber Munition, ey. Oder ich muss mit Blut schießen. Wir brauchen Verstärkung. Ah, okay. Granaten, Sturmgewehr, Blutbeutel. Muss man alles einsammeln. Und leere Sachen wegschmeißen. Ich will mein Leben zurück. Hier ist er nicht. Mein liebes Bibi. Ja, er will Bibi zurück. Das wollte er das letzte Mal schon. Und das wird auch dieses Mal nicht kriegen. Drei Schuss, da kann ich echt nicht mehr viel mit reißen. Sind sie? Verdammt. Ah, mit der Shotgun muss ich halt in Nahkampf gehen. Ja, er ist auch immer in Bibis Erinnerung, ne? Ob er der Vater ist, der Schöpfer? Schwierig. Wir wissen über ihn überhaupt noch gar nichts. Was ganz cool wäre, wenn man mal mit ihm quatschen könnte. Einsam, gibt mal ein paar her hiervon. Gucken. Rauchgranate kann weggelegt werden. Warte mal. Abladen brauche ich nicht. Sturmgewehr. Das ist leer. Das kann auch weg.
Weil er nimmt nicht die Munition von dem anderen Sturmgewehr, nein, er nimmt einfach das neue. Das kann auch weg. Ja. Gut. Können die Soldaten sich dran bedienen. Na, vielleicht kann ich sie überraschen. Einfach eine. Das ist noch ein Sturmgewehr. Einfach eine Granate rein. Granate verstauen. Ach, Granatentasche verstauen. Die steche auch schon mal auf scharf. Okay. So. Gegner angreifen! Verdammt. Wo hat er die denn hingeworfen, bitte? Das wäre echt gut gewesen. Sam, das hast du vermasselt. Das war zu weit. Was passiert eigentlich, wenn er Bibi bekommt? Was soll ich mir darunter vorstellen? Raketenwerfer, ne? Okay, das mit den Granaten hat wunderbar geklappt. Vielleicht nehme ich die Shotgun für die Idioten, wenn die jetzt hier hochkommen. Sam, rechts rum. Ah, ich sage, die Steuerung ist für einen Kampf, weiß ich nicht. Ist nicht die allerbeste. Steht er gleich vor die Tür. Vielleicht klappt das ja jetzt mit den Granaten. Gleich nachsetzen. Ach shit, die ist leer. Ablegen. Shot.
Stirb! Stirb jetzt! Yes! Das war gut. Wir brauchen Verstärkung! Deckung! Alter. Mein Arm, mein linker. Kann ich auch ablegen. Damit. Habe ich noch Blutpakete? Eins noch. Ich muss Blutpakete sammeln. Vorher kann ich keinen neuen Angriff starten. Oh, weg damit. So, vorsichtig. Vorsichtig jetzt. Okay, der ist da hinten. Was haben wir alles hier? Hier ist ein Blutpaket. Zack. Verstreue ich gleich in die Tasche. Muss nicht alles auf dem Rücken sein. Das verstehe ich nicht, warum er das nicht gleich macht. Was ist das Paket jetzt? Da hinten. Nochmal Granaten wären cool. Haben wir die auf dem Feld? Oh ja, da haben wir Granaten. Cool. So, erstmal. Ja, Ordnung muss sein. Ist so, Freunde. Tut mir leid. Aber was das angeht, bin ich ein bisschen zu genau. Nehmen wir das Sturmgewehr schon mal raus. Sicher ist sicher. Eigentlich haben wir davon genug. Ich will mein Baby zurück. Bekommst du aber nicht. Du kannst auch noch so viel betteln, wie du möchtest. Okay, da sind Granaten. Ja, das will ich nicht abstreiten. Unterschätzen sollte man dich nicht. Der muss weg. Sehr gut. Kann ich dann nachladen? Okay, jetzt sind alle zusammen. Ich brauche erstmal ein bisschen Blut. Warte mal, kann ich da nicht nachhelfen mit diesen hier? Ah, sehr gut. Auf die Beine. Jetzt bin ich gleich abführen muss. Feuer! Bibi erstmal beruhigen. Bewegung!
Das kann schon stressig sein mit dem Kind auf dem Schlachtfeld. Da finde ich Snake mit Otacon im Schlepptau ein bisschen angenehmer. So, die ist leer. Okay. Let's go. Genau so ist gut, Sam. Seine Moves sind wirklich geil. Stirbt doch. So, wo ist er? Alter. Heilung. Essen. Ich habe keine mehr. Hier drüben. Schießen. Essen. Essen. Ja, ob du die magst, Sam, oder nicht, ist mir egal. Wir brauchen die jetzt. Verdammt! Waffe ist voll geladen. Alter Schwede, das ist... Ah! Also, ganz ehrlich, ich hoffe, dass Sonne Sachen nicht allzu häufig werden. Weil das ist super, 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 super schwer, habe ich das Gefühl. Spielen wir nicht eigentlich auch auf dem Schwierigkeitsgrad schwer? Kampf abbrechen! Oh shit. Okay, die haben mich verloren. Also das sind nicht die klügsten. Was auch völlig okay sein. Also ich finde die Herausforderung an sich gar nicht so verkehrt. Also es macht schon Spaß, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich... Also ich finde es schwer von der Steuerung her quasi. Na komm schon. An was hänge ich da denn jetzt? So, einsammeln. Davon brauche ich ein paar. Ich muss gucken, dass ich nicht zu viel Energie aufs Spiel setze, sondern mich eher zurückziehe. Auch wenn ich ihn viel, viel abziehen möchte. Vielleicht versuche ich es nochmal mit einer Granate. Ah, das ist doch Schmutz. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Kurz Heilung, darf ich? Danke. Yes! Yes! Geschieht dir recht.
Boah, ey. So, du kleiner Bastard. Baby, es ist alles meine Schuld. Ich hätte dich niemals da reinstecken dürfen. Vor allen Dingen, dass die nicht miteinander reden. Die hätten jetzt die Chance gehabt. Der hätte sie auch nie runterhocken dürfen. Er hätte einfach Abstand halten müssen. Bibi, Trophäe erhalten. Oh Mann, ey. Ob wir jetzt wieder auf dem Hügel sind und der Sturm weg ist? Fragen über Fragen. So ganz hinter dem ganzen Konzept bin ich irgendwie... Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich das große Ganze nachher am Ende verstehe. Mal gucken. Lou, wie geht's klein Lou? Keine Reaktion. Na, sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Nord. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt.
Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt? Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst du jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke, amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Das ist er. Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Ganz schön verworren, die Geschichte, oder? Ganz schön verworren. So, natürlich. Ich hätte so oder so geduscht. Sir, von diesem. Du ahnst es sicher. Die Zeit stand hier still, während ihr auf diesem Schlachtfeld wart. Falls meine Annahme stimmt, ist die Dimension, in der du warst, eine Art Strand. Zur Erklärung. Unser Körper, unser Haar, bewohnen alle dieselbe Welt. Aber unsere Seelen, unser K,
besitzen eigene Strände. Diese Strände nehmen unseren Köpfen Gestalt an, durch unsere Vorstellung, Religion, Philosophie und so weiter. Demnach kann ein Strand alles sein. Und diese vielen Alles bilden ein Multiversum. Sterben jedoch viele Menschen gleichzeitig, können sich ihre Strände verheddern und ein Strangfeld erzeugen. Dieses Phänomen nimmt in Kriegszeiten durch die allgegenwärtigen Gefühle der Feindseligkeit und Verzweiflung zu. Strände verheddern sich leichter und häufiger. An so einem Strand verschwinden Ausgänge und Erfahrungen werden zu Endlosschleifen. Stell dir einen Plattenspieler vor. Die Nadel hüpft und wiederholt immer wieder denselben Satz. Sie kämpfen einen Kampf ohne Anfang und ohne Ende. Alles dreht sich immer im Kreis. Das Schlachtfeld, auf dem du warst, lag in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg. Was seltsam ist, da der Mann, dem du begegnet bist, Clifford Unger, gar nicht in dieser Schlacht kämpfte. Ich kann es nicht erklären, aber wenn du mich mit dem chiralen Netzwerk verbindest, wer weiß, was wir dann entdecken. Ja, das sind selbst die Batterien des Dualschocks fast leer. Bist du noch da, Sam? Wenn ja, habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist. Ja. Genau. Lernen wir jetzt Die Hardman kennen? Uff, Mann. Ich würde sagen, vielleicht genehmigen wir uns nochmal ein paar Bier. So, trinken. Ich würde aber sagen, das war's dann fürs erste Mal. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich uns aufmachen, Die Hardman zu treffen. Ja, und ich glaube, Sam hat auch nicht mehr so richtig Bock. Ja, es ist alles ziemlich verwirrend. So. Rinn in den Container. Und gleich noch eins hinterher. Genehmigt euch auch ein Bier, wenn ihr könnt, dürft. Und ansonsten ein anderes Erfrischungsgetränk. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Death Stranding. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.